Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Heute habe ich euch was ganz Besonderes mitgebracht aus der Edelschmiede Anthem. Es ist der MRX 740. Es ist ein sehr hochwertiger AVR. Den werde ich euch natürlich heute mal vorführen. Erstmal ein fettes Dankeschön an Tele Kohlgraf, der mir das Gerät zur Verfügung gestellt hat. Wer Tele Kohlgraf ist, was dieses Gerät kann, das zeige ich euch jetzt. So, dann kommen wir mal auf der Tele Kohlgraf-Seite, www.telekohlgraf.de. Wir werden jetzt einmal ein bisschen durch die Seite hier gehen. Wir schauen uns mal die AVRs an. Dann gehen wir auf AV-Receiver. Wir haben den Anthem. Und da haben wir schon den Anthem MRX 740, den ich hier auch gerade stehen habe. Ja, das Gerät selber kostet 3.490 Euro. Ist eine Hausnummer. Aber wie gesagt, das Teil hat es natürlich in sich. So, vieles ist mit an Bord. Dolby Atmos, Dolby Vision, IMAX, DTS:X, das ARC Einmesssystem, das ist wirklich genial. Wir haben hier Apple AirPlay, Spotify, Bluetooth und Roon. Also, das Teil bietet schon einiges. Wir gehen uns jetzt mal ein paar Bilder angucken. Natürlich könnt ihr das Gerät auch gleich live sehen. Und ja, die Bilder werde ich euch gleich alle in live zeigen. Hier haben wir nochmal eine genaue Beschreibung. Es sind wirklich sehr hochwendige, ganz neue AKM-Wandler verbaut. Auch hier wurde nicht gespart. Also im Großen und Ganzen ein wirklich tolles, solides Gerät. Ja, wer so ein Angebot haben will, der kann natürlich gerne sich hier beim Oliver Kohlgraf melden. Ist wirklich ein Händler, den ich euch ans Herz legen kann. Hier seid ihr bestens aufgehoben. Einfach fragen, Angebot erstellen lassen und er hilft euch weiter. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, das Teil steckt voller Überraschungen. Allein schon im Lieferumfang ist ordentlich was dabei. Wir haben hier ein sehr hochwertiges Mikrofon mit Stativ. Das werden wir gleich alles auspacken. Wir werden live gucken, was da drin ist. Wir werden das Gerät auch mal öffnen, weil ich möchte mir gerne auch mal das Endstufen-Layout angucken. Und für das Geld, was da preisgegeben wird, muss natürlich auch ordentlich was dabei sein. Wir werden natürlich auch die Kritikpunkte eingehen, ob das Teil irgendwelche Schwachstellen hat. Wir werden eine Messung machen, wie das mit dem Mikrofon, was beigefügt ist, funktioniert. Das ist eigentlich alles selbsterklärbar, Anthem, und auch das werden wir mal prüfen. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Wir packen das Gerät jetzt mal aus. So, Anthem hat nicht gespart. Hier haben wir das hochwertige Mikrofon vom ARC-Messsystem. Ja. Hier drin haben wir das USB-Kabel und ja, nichts Besonderes. Und dann auch einmal das Mikro. Es ist leider etwas überlichtet. So, ich werde das jetzt hier mal rausholen. Schon ein paar Fokusprobleme. So. Jetzt kann man das ein bisschen besser sehen. Das Mikrofon ist komplett aus Metall, also das ist schon sehr hochwertig. Also da finde ich es gut, dass Anthem überhaupt sowas dabei legt. Ja, packen wir das mal wieder ein. Ein hochwertiges Stativ ist auch mit dem Lieferumfang bei, also hier wurde wirklich nicht gespart, auch mit einem Halter, also das ist wirklich genial. Man braucht also nichts mehr dazu kaufen, weder noch ein Umig. Das Mikrofon selber ist auch darauf abgestimmt, also ja. Ja, kommen wir mal zu der guten Fernbedienung. Die ist wirklich, wirklich schlecht. Wenn ich sage schlecht, dann meine ich schlecht. Die Druckpunkte sind dick. Das sieht aus wie eine Billigfernbedienung. Also
da hätte Anthem für das Geld definitiv was Besseres beilegen können. Also die wirkt sehr, sehr billig, wie aus einem 3D-Drucker. Lässt sich auch biegen, wenn ich laut und leise machen will, bleiben teilweise sogar die Tasten hängen, weil die so dick sind. Also da könnte ich euch empfehlen, dann eine Logitech oder irgendwas anderes anzuschließen, aber die würde ich definitiv nicht benutzen und die ist voll im Kritikpunkt bei mir, aber wirklich voll. So, gehen wir mal ins Menü. Also, man kann alles hier am Display einstellen. Wir haben kein OSD-Menü, also nicht wirklich. Alles, was man hier durchsäppt, das sehen wir dann auf dem Bildschirm. Aber das war es auch. Es ist kein wirklich voll animiertes OSD. So, das kann man alles hier wunderbar einstellen. Lautsprecher-Einstellungen, da kann man die M-Zuweisungen, 3D-Sound, Profile. Gucken wir uns mal ein Profil an, da kann man hier angeben, Subwoofer ein, Center, Surround, hinten. All das ist wirklich einfach. Das Ganze läuft wie auf so eine, wie soll ich es erklären, also alles mit über Profile. Man kann ja wirklich viele, viele Profile einstellen. Jetzt gehen wir mal auf Bassmanagement. Da sind Profil 1. Der LFE Tiefpassfilter kann man hier einstellen, 120 Hertz gewählt. Dann haben wir Subwoofer Phasenfrequenz. Dann die Crossover 80 Hertz bei der Front, also die Front ist hier getrennt bei 80 Hertz, dann Center auch bei 80 Hertz und auch bei 80 Hertz. So, wenn man natürlich eine Einmessung macht, wird das alles automatisch eingestellt. Wie gesagt, wenn wir gleich die Einmessung machen, kann man die Profile festlegen. Profil 1, Messung drüber machen und dann ist das auch hier eingestellt. Das ist wirklich kinderleicht, also das haben die wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Dann gehen wir nochmal ins Menü. Hörposition ist die Entfernung. Hier kann man wieder Profil 1. Hier kann man die Entfernung einstellen. Sehr präzise. So, mal zurück. Pegeleinstellung ist auch einmal hier. Da gehen wir mal drauf. Profil 1. Und hier ist dann die Pegeleinstellung. Auch das wird alles automatisch eingestellt, wenn wir die Einmessautomatik machen. So. Pegeleinstellung, Input, Input-Einstellungen. Die üblichen Verdächtigen. Wir werden natürlich jetzt nicht hier alles durchgehen, weil alles durchgehen würden, dann wären wir ja morgen hier dran und dann wäre das Video auch sehr uninteressant für viele, viele Leute. So, Input, HDMI, alles drum und dran. Man kann auch wirklich jede einzelne Schnittstelle kann man auch auswählen und benennen. Man kann zum Beispiel HDMI 1 in PlayStation 5 ernennen, dann Blu-ray Player, das kann man hier alles einstellen. EARC, Streaming, wir haben wie gesagt Streaming, wir haben Spotify on board, Apple AirPlay 2, das funktioniert, wir haben Bluetooth und viele, viele andere Anschlüsse. Alles selbsterklärend, das Display gefällt mir wirklich, wirklich richtig gut. Wir haben hier eine schöne Metallfront, die ist wirklich sehr massiv gebaut. Allein schon das ganze Gerät ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Hier haben wir auch für Kopfhörer einen Anschluss. Auch das. Dann haben wir hier das Display. Ja, also sehr, sehr hochwertiges Teil. So, hier haben wir die Rückseite vom Anthem. Also gut bestückt. Wir haben hier ordentlich Anschlüsse. Wir haben einmal hier 7 Endstufenmodule verbaut. Dann haben wir hier Pre-Out. Wir können Front, Center, Surround und Surround Back noch machen. Und nochmal 4 Stück für Highs. Das heißt, wir können rein theoretisch 11.2 fahren. 7 interne Endstufen und für diesen Rest brauchen wir halt externe Endstufen. Ja, ganz normal Eingänge. Wir haben 3-mal optisch innen, dann haben wir Quarks 2-mal, dann haben wir hier verschiedene Triggerschaltungen. All das ist möglich. Einmal Ethernet und einmal hier rechts, links kann man die WLAN-Antennen anschließen. Leider hat er den Lüfter verbaut. Ich muss dazu aber noch sagen, dass ich diesen Lüfter nicht gehört habe oder glaube nicht mal, dass der angegangen ist. Ich glaube, da muss es wirklich sehr, sehr warm sein, dass der überhaupt angeht. Ja, dann haben wir hier die ganzen HDMI-Eingänge und Ausgänge. Ja,
Das ist die Rückseite vom Anthem. So, dann kommen wir mal zum Tier Down und werden das Gerät mal auseinandernehmen. Der Deckel selber ist schon sehr hochwertig gestanzt, das fühlt man auch. Die Komponenten sehen auch sehr hochwertig und sauber verarbeitet aus, alles im schönen roten Platinen-Layout. Das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert, ist der Lüfter, der da verbaut ist, direkt von Endstufen. Muss dazu auch sagen, er ist auch für die Hitze da. So, jetzt haben wir hier einmal die Endstufenmodule, genau hier, hier zwischen kann man das sehen, auch hier der Kühler, wie gesagt, der kühlt die Kühlrippen. Ja, das ist alles sehr sauber. Dann haben wir hier die HDMI-Platine, ich hoffe sehr, die macht nicht so Probleme wie die Geräte aus England, aber ich kann euch sagen, bis jetzt war es nicht der Fall, hier mal den Transformator. Und direkt daneben ist das Netzteil. Das Netzteil hier sieht auch wirklich sehr hochwertig verarbeitet aus. Ja, das ist der Anthem von innen. So, wir laden ganz normal das ARC-Programm runter. Das ist auf anthemarc.com. Und installieren das ganz normal, schließen das Mikrofon per USB-C an. Dann an die Hörposition gestellt und wie gesagt, der Anthem muss am Internet also mit dem Internet verbunden sein, entweder per LAN oder per WLAN. Und wir starten dann ARC. Das Gerät wird auch automatisch erkannt, sobald das mit dem Router verbunden ist. Und können dann hier auf Weitergehen. Und hier haben wir schon die gerätespezifischen Einstellungen. Und das sind dann hier die Messungen A, B und bla bla bla. Wir haben dieses Layout. Das nennen wir mal Kino. Anzahl der messbaren Hörpositionen kann man bis zu 10 machen, aber 5 reichen definitiv bei mir. Ich habe nicht so eine große Couch. Und Subwoofer ist einer. Und fangen da mal an. Wir wählen das Mikro aus. Und sobald wir auf Start drücken, dann fängt schon an. Da muss alles ruhig sein. Und dann gibt es verschiedene Töne von sich. Und hier werden dann die Messungen angezeigt. So, dann so, jetzt werden die automatisch hochgeladen. Die ARC-Korrekturen werden halt hier drauf geladen. Roland war erfolgreich. Jetzt haben wir hier die Korrekturen, die eingesetzt wurden. Man kann das hier genauer anschauen. Man kann dann noch alle noch hinzufügen. Je nachdem, was der gemacht hat. Aber das richtig Geniale ist, man kann eine PDF erstellen. Das werde ich mal machen. So, erstellen eine PDF. So, Messung haben wir schon eine. Wir werden jetzt nochmal neu speichern, weil ich habe eine neue gemacht. Und da ist die PDF. So, Datum ist drauf, das Gerät ist drauf. Und schon kann man sehen, genau, detailliert, was der Anthem gemacht hat. Also beziehungsweise das Messprogramm. Das ist schon genial. Auch hier die Korrekturen, die da hinzugefügt wurde. Auch hier die Pegeleinstellungen. Das Gute ist, mit diesem Profil kann man natürlich auch die Sachen beibehalten oder ausdrucken und schon kann man die auch einführen. So, Profil 1 benutzt Kino. Ja, das war's. Das war relativ einfach. Ich denke, das kriegt jeder hin. Ja. So, kommen wir mal zum Fazit vom Anthem MRX 740.
es ist kein günstiges Gerät, da machen wir uns nichts vor. Kritikpunkt, habe ich ja schon erwähnt gehabt, ist die Fernbedienung. Die Fernbedienung ist wirklich, wirklich Grütze. Ich habe die nochmal hier mitgebracht. Die wirkt irgendwie wie aus dem 3D-Drucker, ja. Also das ist, ich glaube, die kann man sogar schon biegen. Also da hätte wirklich Anthem nachlegen müssen, ja. Wir haben hier ein hochwertiges Mikrofon bei mit USB-C. Wir haben ein Stativ dabei. Wir haben wirklich alles mit dabei. Das Gerät selber ist sehr hochwertig verarbeitet mit einer schönen Metallfront und das Display. Alles wunderbar. Und dann schicken die sowas hier mit. Also das ist Käse. Wenn man hier mal auf die Tasten drückt, ich werde es mal hier zeigen, wenn ich teilweise laut und leise mache, bleiben die Tasten hängen. Ja, Gummi ist so dick, das ist nicht hochwertig. Also da hätte Anthem wirklich was nachlegen müssen. Aber es gibt ja natürlich auch von anderen Herstellern teilweise gute Universalfernbedienungen wie Logitech. Da kann man, also ich würde mir sofort eine Logitech kaufen. Da sind die 100 Euro für eine Logitech, wenn man schon so viel Geld für ein Gerät ausgibt, auch quasi ein Witz. Ja, gut. Aber zum Gerät selber, es gibt nichts zu meckern, das Teil klingt wunderbar. Also die Räumlichkeit, ich habe damit Moonfall geguckt, allein schon die räumliche Tiefe, da kommt so eine Wucht rüber, gerade beim Center, gerade die Anfangsszene im Weltall, also habe ich Schweißperlen auf der Stirn gehabt. Also da ist der Anthem wirklich genial. Er bietet, wie gesagt, viele Funktionen. Spotify, all das ist mit an Bord, sehr hochwertige Wandler, 32-Bit-Wandler. Also im Grunde genommen kann ich da eigentlich nichts Negatives zu diesem Gerät sagen, außer jetzt hier die Fernbedienung. Mittlerweile, es lohnt sich, mal woanders vorbeizuschauen, bei Anthem, bei Lindorf, bei weiß der Geier, bei NAD. Die Preise, die sind quasi jetzt alle auf ein Level, ja. Marantz, Denon, die sind alle so hochgegangen, da lohnt es sich wirklich mal auch mal bei einer Edelschmiede vorbeizuschauen. Wer so ein gutes Angebot haben möchte für einen Anthem oder so, kann sich natürlich gern beim Tele Kohlgraf melden. Das ist Oliver Kohlgraf. Da ist der Support wirklich mega geil. Da könnt ihr euch mal anwenden, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Er ist immer zur Stelle. Er macht euch ein gutes Angebot. Einfach mal anfragen. So, jetzt habe ich genug gequatscht gehabt. Es gibt eigentlich nichts mehr weiter hinzuzufügen. Ich habe genug gequatscht. Das Video ist jetzt zu Ende. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag. Abonniert diesen Kanal. Es werden noch weitere Videos kommen. Das nächste Video ist eine NAD, die ich vorstellen werde. Das ist auch ein AV-Receiver. Darauf könnt ihr euch freuen. Bleibt dran. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Heute habe ich euch was ganz Besonderes mitgebracht aus der Edelschmiede. Video. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Heute habe ich euch was ganz Besonderes mitgebracht und zwar aus der Edelschmiede.